Hallihallo, meine lieben Star Wars The Old Republic-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß, es war sehr, sehr, sehr ruhig auf meinem Channel. Insbesondere für diejenigen, die vielleicht andere Let's Plays schauen und jetzt hier einfach mal reingucken, um zu prüfen, ob ich denn noch am Leben bin. Ja, ich bin noch am Leben, habe einige Projekte aktuell am Laufen, die nichts mit YouTube zu tun haben, aber mit Filme machen. Und ich dachte mir, jetzt wird es endlich mal wieder Zeit für ein Video von mir. Und wir sind auf der imperialen Flotte angeblich, also schon auf meinem Schiff, auf der Mantis. Und Patch 3.0 ist heute erschienen, brandneu, also wenige Stunden sind vergangen. Ich würde mal sagen, nicht mal eine Stunde, vielleicht eine Stunde. Okay, seit einer Stunde ist der Server wieder online. Und ich war auf der Flotte, habe mir bereits die Combat Proficiencies angeschaut, ja, das neue System, die Skillbäume sind ja rausgeflogen. Dafür haben wir jetzt praktisch dieses hübsche Bild hier, was nichts anderes eigentlich ist als ein Skillbaum, den man abläuft. Es ist allerdings weitaus unterteilt, also noch stärker unterteilt worden als früher. Wenn man auf den ersten Blick erkennt man gleich, eine Heilfähigkeit ist verschwunden. Ich habe nur noch den Healing Scan, das gefällt mir persönlich nicht so sehr, weil ich doch ganz gern so Pseudo-Heiler war. Aber mal schauen, wir haben jetzt den Serrated Shot, keine Ahnung, das scheint einfach nur ein Angriff zu sein, der auch noch für einen kleinen Debuff sorgt, für einen Dot, Entschuldigung. Und ja, ich habe jetzt auf der Flotte auf jeden Fall die kleine R2-Einheit angesprochen, oder R5-Einheit, wie auch immer, und die hat mich direkt zu meinem Schiff gebracht, und jetzt starten wir einfach mal Shadow of Revan. I know you did it, Blizz. I always catch you messing with stuff. Okay, you two. Someone care to explain? Someone plotted a course on the Mantis' navcom without running it by anyone. We were about to make the jump when I caught it. Rishi. I don't think it was, Blizz. In fact, I'm pretty sure it wasn't anyone on the ship. Telling me we were sliced? How were you not on top of that? Never saw a data routine like it before. It looks like Republic spy stuff, but modified. And that's just part of it. You've been up on the blacklist lately? Every listing claims Rishi was the Mark's last known location, including... a bounty. On him. Right. Guess someone wants me to go to Rishi. Well... what kind of guy would I be if I disappointed them? Und jetzt sind wir schon auf einem der neuen Planeten, auf Rishi, um genau zu sein. Tauchte schon mal auf, der Name, in Star Wars Episode 2, als Dexter Jetster mit Obi-Wan in seiner Kantina gesprochen hat. Also in seinem Diner. Und ich muss sagen, ich bin wieder voll drin. Also so richtig drin. Ich habe in letzter Zeit viel, viele andere Charaktere gespielt. Ich habe durch den 12-fach-Punkte-EP, also Erfahrungspunkte-EP, meinen... Erfahrungspunkt-EP, ich bin auch schon. Also durch den 12-fach-Boost habe ich meinen Jedi-Hüter gelevelt und die Story durchgespielt und auch fast noch den Sith-Warrior, den Sith-Krieger geschafft und noch ein bisschen den Agenten. Und so ist mein Arkesius, mein Koffer-Jäger ein bisschen, naja, aus der Spur, von der Spur abgekommen, aber jetzt sind wir wieder mittendrin.
So, wir sind angekommen. Das ist natürlich super. Einfach mal ohne Laderampe. Jetzt, wow, 46 Leute sind hier. Entschuldigung, dass ich jetzt nichts groß gesprochen habe. Aber ich fand das gerade wirklich sehr angenehm. Einfach mal zu genießen. Wie gesagt, ich bin jetzt wieder mittendrin. Hab voll Lust auf meinen Kopfgeldjäger, muss ich sagen. Und wie wir sehen können, können wir sogar überall hin, wo wir... Ah, okay, Oricon, es gibt auch eine Schnellreise nach Yavin 4, wie es aussieht. Also da hat man sich jetzt gut eingestellt. Hier gibt es nochmal Prelude, falls man das vergessen haben sollte auf der Flotte, kann man das also hier auch noch nachholen. Hier haben sich gleich mal zwei Gildenmitglieder zusammengefunden und wir erkunden jetzt hier erstmal alles. Schauen uns erstmal um, was es hier so Schönes gibt. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier mehr Händler sind, aber da wurde ich wohl enttäuscht. Raiders Docking Bay, da sind die Republikaner. Ach, das ist ja cool. Jetzt stellt sich mir die Frage, könnte man die hier angreifen? Ich weiß es nicht. Raiders Cove. In the hearts and minds of many of its residents, Raiders Cove isn't some cobbled together beach town. It's their safe haven. Haven, Entschuldigung. The same relative lawlessness that allows unsavory types to steal and fight with abandon also gives those who don't wish to live under the rule of galactic authorities a suitable home. And it's not as though Raiders Cove is a hotbed of anarchy. Okay. The town's finding private crew, the Nova Blades, routinely contend with residents and visitors who became too much of a nuisance. Ah ja. Also hier findet sich auch ein bisschen Abschaum und viele Piraten, wie es aussieht. Das finde ich ja mal ganz spannend, dass man das versucht hat. Das finde ich ja mal echt schön, so ein bisschen mit Wasser. Überhaupt, dass man diesen Planeten Rishi einfach mal gezeigt hat, das finde ich echt toll. Frame-Einbrüche, was passiert denn jetzt? I am at your command. Das ist übrigens Haka und hier geht's offenbar zu unserem Questgeber, diesem Quara, dieser Eule. Nach Katzen, also jetzt Eulen. Bin hier mal sehr gespannt. Wow! The rumors were true! You're here! You're really here! You know me? Oh, sure! I've heard you described in great detail. Great detail. You run the Howling Tempest Gang, the most daring, ruthless pirates of the Gordian Reach. Wherever that is. That's right. What's it to you? Just like a pirate. You're all so touchy, I love it. You'll fit right in here. Seems like everyone in Raiders Cove is going on about you and all your insane adventures. Talk about your tough customers. You're basic. It's very natural. My people pick up languages and stuff real easy. Some of us like to be formal. I'm more of a cantina talk type. Speaking of cantinas, you'll want to watch for Goro. He wants to fight you so bad, it's not even funny. Tell me where to find him. I'll see he gets what he's asking for. Goro's at the Blaster's Path, local watering hole. Probably washing down some Tonitron jerky with some Intellian fungo lager. I'm not allowed there anymore. Long story. So I hope someone hollows your big fight. Wouldn't want to miss a single bloody shot. Okay. Cooler Typ. Extrem cooler Typ. Ah, und ja. Ja. Nein, nein, ich wollte doch den Codex-Eintrag. Da ich jetzt eh nicht mehr heilen werde, groß, kann ich auch voll auf Power gehen. Beziehungsweise gebe ich das dann einfach mal weiter. Bam! Shadow of Revan Prelude. Large Basic Commendation Container. Aha, okay. Ihr wisst aber schon, dass ich kaum mehr Platz habe. Was ist denn das? Das ist ja Wahnsinn. Also ich könnte mir die jetzt auch theoretisch selber nehmen. Ist es soweit richtig? Ich glaube ja. Das ist ja stark. Das Problem ist, will ich die mir jetzt selber geben oder? Ah ja, das ist extra für meine Gefährten gedacht. Na, ihr seid ja böse. Und da ich ja weiß, welche meine Gefährten mir immer treue Dienste leisten. Okay, alle machen es aber. Ich brauche für Mako was. Genau, Mako bekommt eine Blasterpistole. Bliss hat seine komplett eigene Pistole. Das finde ich ja auch cool. Power und...
Ja gut, dann nehmen wir die mal, ne? Zack. Puh, das ging gerade noch mal gut. Ich muss jetzt echt mal Platz schaffen hier, also das geht ja gar nicht. Deactivating now. Deactivating now. So, ja, das ist sehr schön, Mako. Jetzt habe ich ihr extra... Ist ja auch ärgerlich. Aber egal. Ja, jetzt, Ich brauche mal... Ich hab was vor, Moment. Ich habe was vor. Und zwar hau ich jetzt mal... Gral ist der Sith, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ist der einzige Charakter, der mir jetzt gerade einfällt. Der Rest fällt mir gerade wirklich nicht ein. Ich werde jetzt den ganzen Mist, den ich gerade nicht brauche, werde ich erstmal zu ihm hinschicken. Das nützt ja alles nichts. Ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht einfach mal einen Charakter erstelle, den ich einfach nutze, um Sachen abzulagern. Ist bound. Das hätte ich vielleicht vorher mal einlösen sollen, ich Idiot. Oh, ich bin doch echt ein Voll... Ach, das geht's ja nicht. Alles gebunden. Ja, dann... Puh. Ja, ist ja gut. Jetzt mach mal hier ganz ruhig. Okay. Schmeißen wir mal das noch weg. Das kann ich dann nachher mitnehmen. Das ist jetzt nicht das Problem. Das ganze Zeug könnte ich theoretisch mit ins Vermächtnis reinhauen. Und also in die Vermächtnis-Lagerbox. Und das hier, das brauche ich auch erstmal nicht. Zack, zack, zack. Ach, das ist auch alles gebunden? Leute, ihr könnt doch nicht alles binden an euch. Das ist doch doof. So, okay. Dann hauen wir mal das hier oben hin. So, da sorge ich jetzt mal ein bisschen für Ordnung. Das Problem ist nämlich, ich kann diese Basic Commendations gerade überhaupt nicht nutzen. Weil ich nämlich schon 2000 habe. Das wurde nämlich das hier, die wurden alle zusammengerechnet zu dem hier. Genauso wie die Planetenauszeichnungen. Das ist jetzt alles weg. Und natürlich sehr ärgerlich. Ne? Okay, aber was ich machen kann ist... Bam! Mir schon mal eine Reputation sichern. Theoretisch, wenn man ganz viele Charaktere für 55 hat, müsste man einfach nur immer wieder zusammensammeln. So. Jetzt kommen auch die ganzen Händler und da sehe ich schon, da kann ich sogar was hacken. Da gehe ich mal schnell hin, bevor es jemand anders macht. Oh, nein! Na, dann muss mal Mako eigentlich schnell weg. Ah, dann ist sie wieder so lange weg. Na, pass auf, dann geht mal schnell... Du gehst mal schnell weg und dann können wir das nachher machen. So, jetzt haben wir hier eine Quest. Flashpoint, Bloodhunt. Okay, das machen wir nachher. Mit den Flashpoints, das ist mir nämlich noch zu neu und zu wichtig. All items are subsidized by the Empire to help your mission. Ja oder nein? Willpower. For the Emperor. For the Emperor. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich das hier auf Englisch spiele. Care to take a look at our ordnance? Wenn doch, dann for the Empire. Entschuldigt. Ah, hier gibt's... Ja. Okay. Verstehe. Hier gibt's wieder Reputations. Für alle Leute, die auf sowas stehen. Oh, das sind die Rishi. Okay, das habe ich mir vorhin schon fast gedacht. Also Rishi sind ab jetzt Eulen. Und ich vermute, dass man die dann in einer kommenden Erweiterung auch kaufen kann. Gegen Kartellmünzen, wie das schon bei den Katar, bei den Kether der Fall war. Kann man jetzt halten, was man will von denen, aber naja... Ich hätte aber trotzdem ganz gerne mal einen Händler für a healthy customer is a spending customer. Watch yourself out there. Ich habe eine Idee. Guck mal, das ist Makos Zeug. Care for a stim? Und die ist ja eigentlich Heilerin, das heißt, ich würde ihr ganz gerne mal was geben. Nämlich sowas. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber da wir momentan so viele haben. Watch yourself out there. Verpasse ich immer schnell welche. So, jetzt habe ich wieder Mist gebaut. So, jetzt. Und zack. Naja, so schlecht sieht das doch gar nicht aus. A healthy customer is a spending customer. Ja, ne? Finde ich auch. 118, 162, 168, 116, 162, 162, 192. Ein Helm. Na, wenn er mir noch einen Helm gibt, dann...
einen preiswerten Helm. Nee, vielleicht den nicht, vielleicht irgendeinen anderen. Accuracy. Wie wär's denn einen mit Search Rating und Critical? Aller Kritiken. Ja. Ich weiß jetzt nicht, krieg ich nicht für die Basic Commendation auch irgendwas anderes, was Schöneres mit so. Ach komm, wir haben so viel jetzt. Watch yourself out there. Wollen wir mal nicht hier so kleinlich sein? Zack. Oh Gott. Sieht ja furchtbar aus. A healthy customer is a spending customer. Den hat sie schon ganz schön lange, den Helm. Und jetzt verkaufe ich den nicht, Idiot. Na, immerhin habe ich es auf Band. So, zack. Watch yourself out there. Das war's jetzt erstmal. Wir schauen mal weiter. Wir müssen nach da oben. Hier gibt's noch eine Quest. Was hat denn der? Ein Orovogel. Der hat doch einen Vogel! Hallo, Reiji Emperva. Ja. Nein. Daily Quest. Other gangs are quick to challenge the whole. Finde ich jetzt übrigens viel, viel besser als. Als diese Terminals. Ich finde, wenn da wenigstens jemand steht und ein bisschen was labert und dann halt der Text dazu kommt, weil er nicht basic spricht, dann ist das immer noch schöner, als wenn ich immer zum Terminal gehe und da einfach anklicke und alles mitnehme. So, das heißt, unsere allererste Quest wird diese hier sein. Ich bin schon sehr gespannt, ob das jetzt total in die Hose geht. Ihr wollt mir jetzt aber nicht erzählen, dass jetzt alle gerade hier die Quest machen, oder? Confront Deathclaw Pirates. Doch, die wollen jetzt hier echt alle die Typen plätten. Das kann ja nur in die Hose gehen, aber die tauchen doch. Was sind das jetzt für welche? Confront. Das sind nicht die, die ich brauche, aber da ich jetzt einfach mal Bock drauf habe. Let's see what you're made of. Not just a free sidekick, Buster. Warum hat das da geblinkt? Und warum sind meine Boxen so laut? Moment. Mach's mal etwas leiser. Kleinen Moment mal. So, das dürfte jetzt besser sein. Ja gut, dann versorgen wir uns erstmal. Achso, ich bin. Ah ja, ich bin in einem neuen Gebiet. Nee, mal ganz kleinen Moment hier. Ich habe ja gerade technische Schwierigkeiten.